Hallihallo, Hallöchen zu einem weiteren Weihnachtsbiertest. Ich weiß, Weihnachten ist schon lang vorbei und so weiter und so fort, aber ich war drunter einmal krank und naja, ich habe jetzt trotzdem noch zwei Weihnachtsbiere da, die ich auf jeden Fall verkosten will. Ich hätte eigentlich noch zwei andere in petto gehabt, die ich auch noch gern gemacht hätte, aber die kommen dann halt nächstes Jahr. Ich hoffe, die gibt es dann noch und ich komme dann noch wieder dran. Dieses Jahr mache ich jetzt noch dieses hier und vielleicht nächste Woche noch eins, aber dann war es mit Weihnachtsbieren, dann kommt Fastnetszeit und wegen mir ein paar Winterbiere. Aber Weihnachtsbier und Festbiere ist dann vorbei. Was trinken wir? Wir trinken Warsteiner Weihnacht, ein Bier der Warsteiner Brauerei, eine der größten, bekanntesten und auch beliebtesten Brauereien Deutschlands. Das wurde natürlich mit dem Warsteiner Premiumpilz berühmt. Das Weihnachtsbier war allerdings das erste Weihnachtsbier, das auch international quasi ja, erhältlich war. Also die erste Weihnachtsbiermarke, die man sowohl im Norden als auch im Süden und eben nicht nur regional von einer regionalen Brauerei kriegen konnte. 2015 wurde das Ding eingeführt. Nee, 14 wurde das Ding eingeführt. Ja, 2014 wurde es eingeführt. Laut der Internetseite der Warsteiner Gruppe hatte das Ding damals 13,5 Grad Plato Stammwürzgehalt. Ob sich das geändert hat oder nicht in der Zeit, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich, wenn dann nicht großartig. Und es hat 5,6 Volumenprozent, das seit jeher. Also wie gesagt, ich denke, da wurde an der Rezeptur an sich nichts verändert. Ja, vielleicht kurz auf Design. Und ja, also es ist wirklich weihnachtlich. Da kann man nichts sagen. Es ist wunderschön, meiner Meinung nach. Wunderschön. Es gefällt mir sehr gut. Das Warsteiner Weihnacht heißt nicht Weihnachtsbier oder sonst was. Einfach Weihnacht finde ich auch irgendwie eine schöne Namensgebung. Obendrauf steht Frohes Fest auf dem Halsetikett. Das Halsetikett ist auch sehr schön gestaltet mit so kleinen Schneeflocken und Schneeelementen und so goldenen Glöckchen und die an so einer Hopfendolde hängen. Also mit wirklich schönen Details, schöne Farben. Einwandfrei. Das Mitteletikett. Das Vorderetikett auch schön gestaltet, das Warsteiner Zeichen mit einer kleinen Schneehaube. Hinten drauf steht nochmal fröhliche Weihnachten und ja, es wird übrigens als das Feierabendbier des Weihnachtsmanns beworben. Vorne auch übrigens so ein kleiner Weihnachtsmann mit seinem Schlitten. Also wunderschön, gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt ist natürlich die Sache, mir fallen jetzt auch nicht viele deutsche Großbrauereien ein, die überhaupt ein Weihnachtsbier haben. Also es ist wohl zu Recht der Marktführer der Weihnachtsbiere, weil ja, wie gesagt, also Bitburger hat keins, Beck's hat keins, also es sind wirklich große Brauereien, die man kennt. Krombacher hat, glaube ich, auch kein Weihnachtsbier. Also deswegen ist es schon nachvollziehbar. Außerdem ist halt die Frage, ob hier zu Weihnachtsbieren eben auch Winterbiere oder halt ja, Winterbiere reinzählen oder nicht, oder ob das jetzt nur Weihnachtsbiere sind, weil es gibt zum Beispiel Erdinger Schneeweiße, das ist halt auch ein Winterbier, ein saisonales, und die sind bestimmt auch gut verkauft. Also wie das dann da wirklich gerechnet wird und ja, das ist halt die Frage. Es gibt auch von Oettinger ein Winterbier, das ist halt eher unbekannt, zumindest hier bei uns. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das war's, ja. Also, machen wir's auf. Wo, mit was? Mit dem hier. Aua. Unsouverän. Ich weiß gar nicht, also ich kenne das Bier natürlich von früher, also von den letzten Jahren schon. Ich hatte es aber, ich bin mir nicht sicher, ob ich es jemals im Glas hatte. Ich habe es, glaube ich, bislang tatsächlich nur aus der Flasche getrunken. Und ich muss sagen, es hat eine wirklich interessante Farbe. Klar, man muss sagen, es ist hier nicht die besten Lichtverhältnisse, aber es ist schon leicht eingedunkelt, kann man sagen. Es ist schon so eine Bernsteinnote. Der Schaum ist aber weiß, relativ ja, fein bis mischporig, aber geht. Und ja, also farblich gefällt mir die ganze Sache eigentlich recht gut.
Also es hat schon einen sehr eigenen Geruch. Irgendwie schon pilzig. Schon leicht hopfig herb, aber auch noch irgendwas anderes. Also dezente Röstaromen und noch irgendwie was, ja, was ganz Eigenes. Ja, was man auf jeden Fall weihnachtlich nennen könnte. Das ist so eine malzig-süße, leicht brotige Note. Ja, das riecht eigentlich schon eigenständig. Hat am ehesten was mit so einem Amber Ale vielleicht vergleichbar. Also so dezente Röstaromen und halt auch teilweise, also gleichzeitig aber auch hopfig. Ist natürlich aber untergärig und ja, interessant auf jeden Fall. So, und geschmacklich ist das wirklich, das ist eine Bombe. Ist wirklich eine Bombe. Wahnsinn. Sehr vollmundig und so eine richtige Aromenvielfalt, die man einfach hatte, so ein Kandidat, das kann man eigentlich gar nicht erwarten, dass sowas nach dem deutschen Reinheitsgebot einfach möglich ist. Da sagen die Leute, das Reinheitsgebot sei ein Einheitsgebot, aber das ist einfach ein special Beispiel, dass es eben nicht der Fall ist. Das ist, ja, wie gesagt, eine Aromenvielfalt. Anfangs ist eine Hopfigkeit, eine Grasigkeit. Später im Haupttrunk dominiert dann der Malzigkörper. Überdeckt kurz die Bittere vom Hopfen, der kommt aber schnell zurück und es geht eine relativ gute Symbiose ein. Im Abgang ist es dann schon wieder gut bitter, aber ja, leicht trocken auch. Aber ja, der Körper, der verschwindet nie ganz, der ist wirklich überall immer dabei. Irgendwo entdeckt man immer was Neues. Hat auch was leicht Nussiges irgendwie. Was man auf jeden Fall weihnachtlich nennen kann und was auf jeden Fall zu Weihnachten passt. Ich finde, Warsteiner grundsätzlich hat auch so ein, also aus Pilz hat so einen ganz zentnussigen Ton. Man merkt auf jeden Fall, dass es aus der Brauerei kommt. Deswegen, ja, also es ist eigenständig und trotzdem nicht, ja, und trotzdem, passt es noch irgendwie zum Rest. Also es ist auf jeden Fall ein Top-Weihnachtsbier. Ja, was kann ich dazu sagen? Benotung. Also ich finde es ein bisschen herber, als ich es früher fand. Ich weiß nicht, ob das früher schon der Fall war. Ich glaube, früher fand ich es ein bisschen malzbetonter. Ganz so herb weiß ich nicht, ob sich das geändert hat. Aber das habe ich ja auch schon übers Hochdorfer Weihnachtsbier gesagt. Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen, keine Ahnung, verwöhnt oder ich weiß es nicht. Ich würde sagen, damals hätte es glatte 10 Punkte gekriegt. Inzwischen hat sich vielleicht auch einfach mein Geschmack ein bisschen geändert. Ich will ein bisschen runtergehen. Beim Hochdorfer Weihnachtsbier war es genauso. Das hat damals, glaube ich, auch 9 bis 10 Punkte gekriegt. Da habe ich dann auch ein bisschen weniger gemacht. Ich gebe dem jetzt einfach 9 und Sympathiepunkte, weil ich die Marke mag und das Bier sehr gut finde. Also für mich persönlich. Deswegen gebe ich ihm 9 bis 10 Punkte. Und ja, damit ist es eins der top bewerteten Biere auf meinem Kanal. Probiert's, wenn ihr noch dran kommt. Das findet ihr auf jeden Fall noch als in irgendwelchen Märkten, auch nach Weihnachten. Ansonsten nächstes Jahr. Und falls ihr es noch findet, gönnt euch davon ein paar Flaschen und stellt ihr euch zu euch im Keller. Das kann man auch im Sommer gut trinken. Ist es einfach ein 1A-Bier. Probiert's. Also, bis zum nächsten Mal, euer Biologe.